Jetzt, nachdem die RKI-Files aufgetaucht sind, stellt man sich natürlich die Frage, war diese ganze Pandemie von unserer Regierung erfunden und erlogen? Und genau diese Frage kläre ich in diesem Video und möchte über die Folgen sprechen, die aus diesen 2 Jahren Corona-Pandemie-Zeit resultieren. Ich meine, 2 Jahre lang wurden wir gegängelt. Man hat sich sogar über Grundgesetze hinweggesetzt als Politiker, darunter das Recht auf körperliche Unversehrtheit und hat Menschen mit Lügen und Nötigung in die Impfung getrieben. Menschenleben wurde aufs Spiel gesetzt, vor allen Dingen bei Kleinkindern. Diese wurden geimpft, obwohl es gegen alle Empfehlungen keinen zugelassenen Impfstoff innerhalb der EU für Kleinkinder gab. Eltern wurden mit der Angst genötigt, ihre Kinder impfen zu lassen. Der Regierung war es scheißegal, ob dabei Menschenleben gefährdet wurde oder das Recht auf körperliche Unversehrtheit missachtet wurde. Es zählte nur eins: die Quote musste so hoch wie möglich sein. Was man eigentlich damit bezwecken wollte, mit dieser Corona-Pandemie, das ist der Menschheit bis heute immer noch unklar und auch ich finde keine Erklärung dafür. Kinder wurden jeglicher Kontakt verboten und Erwachsene durften noch nicht einmal alleine im Wald spazieren gehen. Heute erscheint das lächerlich, wenn man mit gesundem Menschenverstand darüber nachdenkt. Aber wo ist unser gesunder Menschenverstand damals geblieben? Existenzen wurden zerstört, Familien auseinandergebracht, weil einer wollte und der andere nicht. Menschen, vor allen Dingen Alte, mussten alleine und elendig sterben. Menschen wurden ins Koma versetzt, weil ihr Sauerstoffgehalt so weit am Boden war, dass sie ins Koma gelegt wurden und nie mehr daraus erwacht sind. Man hat Menschen verhaftet, bestraft, beschuldigt und mit Zwangshaft gedroht, weil sie gegen das Kontaktverbot verstoßen haben. Am allerschlimmsten war, dass sich die Menschheit gegenseitig zerfleischt und aufgefressen hat. Die einen waren fürs Impfen, die anderen dagegen. Es gab 2 Lager, die sich gegenseitig beschuldigt und damit Deutschland moralisch verfallen ließen. Politiker haben gelogen, ihr Amt für unsinnige Gesetze missbraucht, ohne über deren Verhältnismäßigkeit nachzudenken. Man hörte auf Experten und machte 2 Jahre lang mit den Menschen in der Pandemiezeit, was man wollte. Heute, nach den RKI-Files und vielen anderen Beweisen, die schon aufgetaucht sind, ja, hält ganz Deutschland den Mund. Vor allem Politiker bekennen sich nicht zu ihren Lügen, streiten alles ab und schieben die Verantwortung für Spätfolgen und Traumata auf andere. Es ist für mich unbegreiflich, dass Richter Verurteilungen aussprachen, die heute so niemals getroffen worden wären. Viele der verantwortlichen Menschen machten sich aus dem Staub mit der Begründung, wir haben es ja nicht besser gewusst. Menschen sind isoliert worden, gesellschaftlich und seelisch vergewaltigt worden, nur weil sie sich gegen eine Impfung entschieden haben. Schauen wir uns Kimmich an, einen gestandenen Fußballnationalspieler. Unter Tränen gestand er, dass er seelisch von Freunden, die ihm sehr, sehr nahe standen, misshandelt worden sind, auch von seinen Vereinsvorständen und Menschen, die beim FC Bayern was zu sagen hatten. Wenn ein Mensch dieses Kalibers sagt, er wurde gezwungen, weil er sonst ruiniert gewesen wäre, könnt ihr euch vorstellen, was mit den Menschen gemacht wurde, die nicht so populär und persönlich so stark sind wie Kimmich. Das war echt eine brutale Zeit. Also wenn du dann selbst Freunde hast, die einem, ja. Die einem dann sagen, dass wenn man sich hätte impfen lassen, wären weniger. Also ein Kumpel sagt mir, dass weniger Menschen gestorben wären, wenn ich mich hätte impfen lassen. Und das ist brutal. Und wenn du da keine Familie hast, dann kann es zerbrechen, klar. Fast ein jeder kennt ihn, Joshua Kimmich. Kriminell und organisiert auf kompletter europäischer Ebene hat man 420 Millionen Bürger 2 Jahre lang die Luft, das Leben und die Freude geraubt, ohne dass heute ein einziger die Verantwortung dafür übernimmt.
Aber ich bin auch traurig über die vielen betroffenen Menschen, ja, die heute an den Folgen leiden und trotzdem noch nicht einmal jetzt ihren Mund aufmachen und gegen die Regierung und Verantwortlichen vorgehen und ihr Recht einklagen. Nein, es wird alles vergessen und unter den Teppich gekehrt. Ja, die Zeit wird die Wunden schon heilen. So oder so ähnlich muss die Regierung ticken. Anders kann ich mir das Schweigen und das Nichtstun unserer Bundesregierung überhaupt gar nicht anders erklären. Ich hoffe, dass die Menschen daraus gelernt haben, dass sie das Sagen über ihren freien Willen und Körper haben und nicht irgendeine Regierung. Jede Regierung oder Zivilisation, die über den Körper, die Gesundheit und den Geist eines Menschen hinweg Entscheidungen per Gesetz veranlasst, das ist keine Regierung zum Wohle des Volkes. Und das darf und sollte niemand in der Zukunft vergessen. Wer heute immer noch denkt, dass die Regierung damals alles richtig gemacht hat und solche Verletzungen, Fehlentscheidungen, Unglück, Trauer und Schmerz, die all das gebracht hat, der sollte sich die Frage stellen, warum er als Mensch so schwach ist und ohne jegliches Rechtsempfinden geworden ist, dass er all das so akzeptiert, was ihm durch diese Corona-Pandemie zugetragen worden ist. Ich meine, ihr könnt mir gern mal eure Meinung schreiben. Habe ich hier übertrieben oder untertrieben? Ich persönlich bin nicht geimpft. Ich war nie geimpft und ich werde mich auch zukünftig nicht impfen lassen.